Es hätte ein Riesenjubiläumsfest im Machfelderhof werden sollen, aber dann kam alles ganz anders. Ja, es war geplant, das Jubiläumsfest, 35 Jahre Muckelton zu Bamschabel. Und drei Tage davor ist mein Kollege gestorben. Peter Traxler, wie Muckenstrunz mit bürgerlichem Namen hieß, wurde nur 64 Jahre alt. Meine Rolle ist auf jeden Fall die dankbarere, unbedingt, ne? Weil ich darf immer deppert sein und blöd sein und mir ist kein Mensch böse darauf. Ich kann es noch nicht wirklich glauben, dass er heute nicht da ist. Also wenn es einen schönen Tod gibt, dann von seiner Warte her, weil er einfach umgeflogen ist. Man sagt immer, es gefällt wie ein Baum, das geht bei ihm schwer. Dann sagt er, gefällt wie ein Bonsai. Der war mir unheimlich sympathisch, weil er war einer der wenigen, der kleiner war wie ich. Also. Dann kann ich mich noch erinnern an den ersten großen Smash-Hit, den sie gehabt haben. Muckenstrunz und Bam, Schabel. Schabel, Schabel, was ist das? Da waren sie ja very famous, sagt man, da international. Er war immer ein Komiker. Der hat doch jeden Tag genutzt und war fröhlich, hat komponiert und hat immer was Kreatives getan und er hat es genossen. Am Freitag hat ein guter Freund, der Dietmar Lausiger, der ist der Chef von Music, hat am Freitagnachmittag sein Begräbnis gehabt und der Peter hat am Vormittag noch reingeschrieben, dass er leider nicht zum Begräbnis kommen kann, weil er am Abend in Graz am Freitag am Abend im Theatercafé ein Hocken hätte. Und die hat er dann mit Applausen. Und ich freue mich, dass wir heute eher als Festes machen und dass ich meinen Respekt zollen darf zu einem Kollegen, der Großes geleistet hat und uns immer zum Lachen gebracht hat. Ins Leben.